Hallo und herzlich willkommen zurück bei Lost Island. Und warum ist denn hier schon wieder ein Rochen? Kann ich dich denn jetzt... Nö, der ist immer noch nicht hungrig. So. Der Rochen ist weg. Du folgst mir vielleicht besser mal. Echt, so lange? Ich hab dir ja auch noch... Ich habe ja auch noch Pause zwischen den zwei Folgen gemacht. Und trotzdem will der noch nicht. Trotzdem will der noch nicht gezähmt werden, beziehungsweise gefüttert werden. Ah, hast du fein gemacht. Supi. Brav. Aber Spino. So, hast du mal Fleisch? Echt langsam hier unter Wasser. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass die Spinos unter Wasser ein bisschen schneller sind. Und er hat natürlich den Nachteil, dass er immer nach oben schwimmt, sobald man absteigt, ne? Also das nächste Mal ein bisschen auf Bewegungsgeschwindigkeit leveln, weil mir ist der hier echt zu langsam. Alter, wie lange brauchst du denn, bis du wieder hungrig bist, ey? Vor allen Dingen brauchen wir dann ja auch noch einen Sattel. Und ich hätte halt gerne einen guten Ei. Aber die Basilos sind natürlich unschlagbar, weil sie von Aalen und Co. nicht angegriffen werden. Und dann wollte ich auch gucken, das sah aus, als wenn hier unten drunter irgendwie ein Höhleneingang oder sowas. Aber ich wollte eigentlich erstmal den Basilo fertig machen. Und wir haben immer noch keinen Anfang für unsere Base. Und wo bin ich überhaupt? Okay. So weit weg? Mensch, lass dich doch mal füttern, du Vieh. Kommt schon wieder ein Rochen. Ah, hier unten wäre aber auch nice, ne? Wo ist denn? Ah, das hatte ich. Lass erstmal hier fertig. Wo ist denn jetzt der Spino, bitte? Du musst doch irgendwann mal wieder... Ah. Yay. So, wir haben einen Basilo. So, ich pack dich erstmal ein. So. Gut. Wir haben ja überall Perlen rumliegen. Sehr gut. Wir gehen mal auf Pink Lady. Jetzt wollte ich mir noch mal ganz kurz da unten dieses Loch angucken. Oder ob wir nicht die... Hier war das. Ach ne. War nur ein Pseudo. Loch. Ja. Vielleicht müssen wir die Ocean-Plattform noch mal abbauen und woanders hinsetzen. Wir schwimmen jetzt mal ein bisschen tiefer. Gucken, ob wir nicht hier irgendwo Compartments setzen können. Und dann vielleicht mit einem Teleporter oder so. Mal wirklich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Wäre auch schon cool, ne? Haben wir hier irgendwo auch ganz viele Perlen. Hier wäre es richtig nice. Mal schauen. Oh ja, da hat man wenigstens so ein bisschen das Unterwasser-Feeling. Ciao. Ach, das ist so nervig. Könnte ich den denn? Guck mal, den können wir nämlich.
So. Dann haben wir nämlich wenigstens einen Start. Und den finde ich hier gar nicht so schlecht. Ich hoffe, dem geht's gut da oben. So, dann brauchen wir den Moonpool. Würde ich fast einen. Rechts. Dann würde ich aber gerne noch eine Etage drunter setzen. Weiß echt gar nicht mehr richtig, wie das geht, aber. Ne, da ist der Moonpool. Irgendwo die Treppe runter machen. Mal gucken. Wie viele haben wir denn noch? Weiß auch nicht, ob wir zwei hochgehen sollten oder nur eins hoch. So, die sind jetzt fertig und jetzt haben wir hier noch ein Vakuum-Compartment. Das würde ich vielleicht gerne hierher setzen wollen erstmal. Und das schräge Teil hier. Keine Ahnung. Obwohl, das wäre auch cool dann hier oben drauf so, ne? Okay, das ja. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich finde es wahrscheinlich auch nie wieder, weil ich keine Ahnung habe, wo wir hier sind. Aber ja. So, wir gehen mal rein. Obwohl, ich weiß nicht, ich würde gerne Pink Lady erst noch kurz holen wollen. Mir ist das zu unsicher, wenn die da oben rumgondelt. Und theoretisch wäre es gut, wenn wir jetzt die Ocean-Plattform fast hier drüber bauen. Oh, wir haben doch ganz schön tief gebaut. Da hinten wollten wir eigentlich und hier sind wir jetzt. Ah, man sieht aber die zwei Moonpools von oben. Das ist gut. Tiere sind heute hier irgendwie gar keine unterwegs. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ja. Gut. Wie war das? Man sieht die Moonpools? Ach, da. Doch gar nicht sein. Das sind überhaupt keine Viecher. Da drüben ist ein Coal und das war's. Wo sind die denn alle? Ah. Hier drunter noch was? Ne? Der Eingang ist hier. Juppa. So. Nee, nicht aufhören. So. Ja, hier wollten wir die Treppe reinmachen. Okay. Öffnen. Wartet mal, ich zieh mal. Öffnen.
Nee, das die ist die Seite, die wir nicht öffnen sollten. Ja, das sieht tricky aus. Man kann die Compartments auch fluten und auch wieder entfluten. So. Das ist schon fast kaputt. Mach das lieber so. Ich weiß, ich kann das, glaube ich, auch mit der Pistole machen. Das habe ich jetzt geöffnet. Jetzt muss ich erst jetzt wieder. Hat ich das weggenommen anstatt was? Kann man das hier nicht? Nicht komisch. So, wahrscheinlich war das unten rein gesnappt. Nein. So, okay, jetzt ist das auch geflutet. Das packen wir aber jetzt wieder hierher. Oh, ist das kompliziert. Wenn man einmal eine falsche Wand erwischt. So. Jetzt ist das hier. Jetzt. Oh, wie gut, dass das nicht kompliziert ist. Theoretisch hätten wir doch dann auch hier den. Wo ist denn das jetzt? Gutet. Den nicht. Wollte das nach unten öffnen. Also diese Dreiecksteile hier sind komisch. Die sind tatsächlich komisch. Hallo. Oh. Weil ich hätte gerne eigentlich nur das hier offen. Unterseite. Und in dem Moment wird es geflutet. Warum auch immer. Wird das jetzt jedes Mal?
Die ist eh gleich kaputt. Jetzt wird es auch noch dunkel. So, aber jetzt kommen wir langsam dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Ne, nicht Rainwater. Wir machen erstmal alles auf. Würde gerne die hier noch weg haben. So, jetzt ist hier vorne das wieder weg. Hä? Das verstehe ich nicht. So. Meine Güte, ist das kompliziert. Wieso kann ich das hier nicht wegnehmen? Oh. Versuche erstmal alles wegzunehmen. Und dann hätte ich gerne die hier noch weg. Nee. Wieso kann ich diese Wand hier nicht weg? Jetzt. Ah. Machen wir erstmal alle trocken. Gut. Es wird langsam. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich glaube, wenn wir hier die Treppe runter machen, kommen wir trotzdem nicht runter. Sobald ich ein Teil setze, wird das Ding geflutet. Doch, wir kommen runter. Nice. Das ist cool. Also, das sieht dann bei Nacht schon echt schick aus, ne? Wir haben eine schöne Aussicht. Das Einzige, was echt toll wäre, wäre, wenn man ein paar Tiere sehen könnte. So den ein oder anderen. So, jetzt haben wir hier noch. Lass mal noch so lange. So, das soll jetzt noch weg. Ne, das muss ich von der Seite aus machen. So, dann haben wir noch hier das. Muss noch weg. Das muss noch weg. Das glaube ich ja nicht. Aber die hier kann noch weg. Oh. Dann haben wir hier noch. Obwohl. Ja, ist aber egal. Dann haben wir hier unten noch mal so eine Ecke drin. Oh, das finde ich eigentlich auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir das Ganze nur wieder. Ja. So. Jetzt sollten wir, glaube ich, durch sein. Und haben jetzt hier. Hier können wir schön hochgehen. Ja. Nice. Dann hatten wir noch so eine Tür. Dass dann jedes. Das, also ich weiß nicht, warum jetzt hier auf einmal alles geflutet wird. Und dann haben wir da sogar eine Trennung von oben und unten. Durch eine Tür. Das finde ich natürlich auch nicht schlecht. Und hier haben wir noch eine Tür.
Wäre mir so fast lieber, und dass wir dann, oder dass wir die Tür hier, Sekunde, ich mach das mal lieber, bevor wir hier wieder was Falsches abreißen. Was? Ich kann das nicht wegmachen. Nee, ich will das, ich möchte eigentlich die Tür, hallo? Komme ich denn, aha, aufheben. Ja. Wo ist denn der Moonpool? Hier. Dann würde ich die Tür nämlich gerne hierher machen. So. Jetzt tun wir alles hier. Sind zwar schon wieder 21 Minuten rum, aber hey, wir haben endlich eine Unterwasserbase. Oh yeah, Baby. Und ich finde sie sogar ganz schick. So, dann können wir nämlich hier so durch und dann hier so plopp. Und dann sind wir draußen. Jetzt wäre es nur schön, wenn wir das Ganze auch dann wieder finden würden. Und wenn wir vielleicht mal irgendwie ein Hai oder irgendwas finden würden. Und vor allen Dingen, ich glaube, da können wir auch noch schick, ja, so ein bisschen was runterbauen und drumherum bauen, dass wir vielleicht eventuell uns da so ein bisschen unsere Fische parken können. Das wäre nicht schlecht. So, erstmal gucken. Sind auf jeden Fall da, wo diese Leuchtepuppel sind, aber die sind ja hier überall. wir schwimmen erstmal hoch. Ich habe nämlich auch nicht mehr so lange Luft. Mal den Spino aus. Aber hier sind wir doch schon richtig, oder? Dann den Teleporter unten rein. Das machen wir weg hier. Das ist ja relativ sinnlos jetzt. Du hier nicht raus, Bino? So, den Spino lassen wir noch mal. Ah, diese. So. Packen wir mal Tamara ein. Hat er jetzt ein Leere. So, Tamara. Patrick. Ich glaube, Patrick ist schneller wie das Spino. Den heben wir wieder auf. Aber da müssen wir da unten dann schon andere hier Metallschränke oder sowas machen. Zack, weg ist sie. Das geht aber ziemlich zügig, weil da was drauf gebaut hat, ist das ziemlich schnell weg. 232? Du Baby, du bist meins. Das geht flott. Oh, ist auch ein Mädel. Ja, nice. Baby Pelagon is incoming. Gut. Lassen wir den hier mal so liegen. Den heben wir auf. Komisch, hier oben sind Fische. Da unten, wo wir jetzt gebaut haben, ist gar nichts, ne? Denen. Oh.
Entschuldige. Ein Bett wäre noch nicht schlecht, ne? Oh, hier steht noch. Obwohl, dieses eine Teil können wir uns tatsächlich mitnehmen. Und packen wir oben erstmal über unsere Wasserbase. Ich muss dran denken, dass ich kein... Hier unten irgendwo haben wir gebaut, ne? Dass ich keinen Sauerstoff mehr habe. Was ist nichts an Hain oder sonst was, ne? Es ist Gehände Leere. So. Hier irgendwo. Und dann machen wir nämlich diese Ozeanplattform-Teil oben hin, dass wir genau wissen, hier drunter ist die Base. Weil sie dann irgendwann finden. Aber auch dunkel wie in der Nacht, ne? Oh, mal Gamma angemacht. Ich bin froh, wenn wir da den Teleporter dann haben, ne? Ich meine, da unten irgendwo. Sicher bin ich mir aber jetzt nein. Wir haben halt nicht mehr sehr viel. Wo habe ich gebaut? Wie war das bei den Pflanzen hier? Ja. Dann habe ich noch tiefer. Da, ich habe tiefer gebaut. Wir setzen da unten erstmal den Teleporter rein. Ja, das ist schon tief. Ich dachte irgendwie, ich hätte jetzt da gebaut. Da wären wenigstens Fische gewesen. Hier unten ist ja gar nichts. Dass hier unten jetzt so gar nichts rumschwimmt, finde ich ein bisschen doof. Ah, jetzt haben wir wenigstens den Teleporter. Das Ding ist, glaube ich, durch. Den setzen wir aber eher um. Wir gehen mal eh besser nur zu Fuß hin. Das heißt, wir machen als Settings Players Only. Damit ich nicht das vergesse und aus Versehen hier mit Tier spawnen oder mit Tier mich hin teleportiere. Dann haben wir das Tier draußen irgendwie immer. Also hier ist es echt schön. Aber dass hier so gar nichts an Viechern rumschwimmt, stört mich. Doch ziemlich gewaltig. Aber hier unten ist es so schön und dann schwimmt hier nichts rum. Kein Hai, kein nix. Ah. Nun ja, so bauen wir erstmal einen Schrank. Machen wir erstmal hier so die Notfalleinrichtung. Dann würde ich den Futterdruck gerne hier unten hinbauen. So. Da können wir das mal reintun. Bei Genesis 2 oder so hast du alles voller Viecher gehabt und hier ist nichts. Oder ich sollte wirklich gleich mal ein Destroy Wild Dinos machen. Oh Gott, wir haben schon wieder eine halbe Stunde rum. Aber wir haben eine Wasserbase. Boop, boop. Das finde ich schick.
So, jetzt können wir uns quasi einfach von hier in die Wasserburg hin. Hihi. Und wieder hierher. Nice. Jo. Schön. Na, immerhin. Dann haben wir doch ein bisschen was geschafft. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Eure Shazadi. Ciao, ciao.